Was fangen wir jetzt mal an? Wir haben das doch sehr stark überlegt unter dem Aspekt, was liest man im Urlaub, was liest man im Sommer. Das stimmt, das ist jetzt nicht ganz gut. Ich habe 6 Bücher mitgebracht, die schon etwas älter sind, die ich aber sehr, sehr gut finde, sehr, sehr schön finde und hoffe, dass die unterschiedlichen Charakteren und unterschiedlichen Lesevorlieben gerecht werden. Und 6 Bücher, die jetzt in diesem Frühjahr erschienen sind. Und jetzt fange ich einfach mal an. Jetzt fange ich an mit einem Buch von Susan Jane Gilmore. Die Königin der Orchard Street. Das ist so ein richtig schöner, toller, praller Roman mit verrückten, sympathischen Figuren. Und das kann man sich hier nicht sehen. Auch mal einen ganz dicken, könnte jemand einen ganz dicken Stift machen. Also Sie können die Bücher sich alle gerne nachher nochmal angucken. Ja, also ich habe die bis auf ein Buch alle hier und ich erkläre, warum ich das eine Buch nicht dabei habe. Also jetzt bin ich aber bei... Aber Sie können es ja ein bisschen länger verwenden. Das mache ich auch und wir haben vielleicht einen ganz dicken Stift. Die gibt es ja. Dann kann man das. Wir haben aber eine schöne Schrift. Dankeschön. Eigentlich kann man die mitgeben. Ja. Also, wie gesagt, das ist ein richtig schönes Sommerbuch. Es ist, sieht dicker aus, als es ist. Die Schrift ist verhältnismäßig groß, also da keine Angst. Ich habe gleich ein Buch, was viel, viel dicker ist, aber auch genauso gut. Ja, es ist, wie gesagt, prall, verrückt, schön, lustig, skurril. Und es hat ein ganz großes Thema. Es geht um Eis. Ein Sommer. Ich habe dieses Buch angefangen zu lesen und es ist mir schlicht und ergreifend nicht möglich gewesen, mehr als 30 Seiten zu lesen, ohne Eis zu essen. Ich habe das Buch zugeklappt. Ich bin zum nächstgelegenen Supermarkt gefahren, habe mich mit Eis eingedeckt und dann war alles geschwommen. Aber zunächst mal beginnt das Ganze ein bisschen traurig. Es geht um die kleine Malka. Sie ist mit ihrer jüdischen Familie aus Russland nach Amerika emigriert. Eigentlich wollte die Familie nach Südafrika, aber der Vater, der ist auch ein bisschen schräg, auch ein bisschen unzuverlässig, hat die Karten umgebucht nach New York, weil er das Land so verheißungsvoll fand, so toll fand. Ja, er hat sich da was überlegt von einer großen Zukunft, aber natürlich landet die Familie genau wie alle anderen nach der Einwanderung in Lower East Side in allerärmlichen Verhältnissen. Da gibt es Hunger, Dreck, Hoffnungslosigkeit, der Familie geht es nicht gut. Schon mit 6 Jahren muss sich die kleine Malka damit abfinden, dass sie sich um das Essen kümmern muss, für die Mutter, für den Vater, der allerdings später verschwindet, und für die Geschwister. Das macht sie manchmal durchaus auf leicht kriminelle Art und Weise. Aber sie lässt sich nicht unterkriegen, sie weiß, sie muss funktionieren. Dann passiert ein Unglück oder ein Glück. Sie wird von dem Wagen des Eisverkäufers Dinello angefahren. Sie ist schwer verletzt. Ihr Bein ist von nun an verkrüppelt. Sie kann nicht mehr richtig laufen, ihr ganzes Leben nicht. Aber Dinello schämt sich so sehr, dass er das Mädchen adoptiert. Ich sagte gerade schon, der Eisverkäufer. Auch er hat eine große Familie, das ist auch nicht immer alles ganz leicht. Aber er kümmert sich um das Kind und er bringt ihr das Eisverkaufen von der Pike auf bei. Sie weiß also, wie man Eis macht. Sie weiß, wie man Eis an die Menschen bringt und wird im Laufe der Zeit zur Eiskönigin von ganz Amerika. Sie hat die besten Sorten, also wenn Sie das lesen, was es alles gibt, wie gesagt, Sie müssen Eis im Haus haben, es gibt was, es geht überhaupt nicht anders. Es ist zwar harte Arbeit, aber der süße Moment des kurzen Genusses ist einfach wunderbar. Ja, und jetzt wird aus der kleinen Malka eine pfiffige Geschäftsfrau, ich sagte ja schon, sie wird die Eiskönigin in Amerika, sie nennt sich dann Lilian Danke und ist ja von Kind auf ziemlich geliebt. Das ist jetzt nicht das liebe, süße, dankbare Mädchen Nini. Die wird eine ganz schön schreckliche Tasse und
ja, manchmal sogar illegale Geschäftsfrau. Sie heiratet, Robert. Robert ist der schönste Mann überhaupt. Er sieht aus wie Errol Flynn. Alle Frauen sind vollkommen verliebt in ihn. Und was will er? Er will die kleine, verpuppelte Malka, weil die alles kann, was er nicht kann, nämlich lesen, schreiben und sich durchsetzen. Und die beiden sind bis an ihr Lebensende glücklich verheiratet. Es gibt Kinder, es gibt Schwierigkeiten, es gibt Probleme. Wie gesagt, diese Malka ist nicht nur eine sympathische Zeitgenossin. Es ist spannend, lustig, traurig, rührend, ein richtig schöner Sommerroman, der auch ihren Intellekt nicht im Stich lässt. Das zweite Buch kann ich Ihnen nicht zeigen. Das habe ich meinem Sohn gegeben. Die Autorin heißt Stefan Barth. Ich kann das gleich nochmal diktieren. Stefanie Barth, wieder Barth, das nochmal. Deutscher Meister. Ich zitiere die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ein Roman wie ein Faustschlag. Jetzt ist es so, Literatur ist doch was Schönes. Manchmal kommt man auf Sachen, für die man sich nicht wie Bohne interessiert. Ich interessiere mich nicht wie Bohne fürs Boxen. In diesem Roman geht es um einen Boxer. Und ich habe dieses Buch geliebt, hochgepriesen und verschlungen. Es war eine ganz, ganz große Wonne. Man kommt da aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Es geht um den Boxer Johann Wilhelm Treumann. Den hat es wirklich gegeben. Der wurde am 27.12.1907 geboren. Und im Februar 1944 im Außenlager Wittenberge, KZ Neuengamme, von den Nazis ermordet. Er ist fast in Vergessenheit geraten, nur in seiner Heimatstadt Hannover und in Berlin erinnern Stolpersteine an ihn. Johann Wilhelm Treumann, Ruckeli genannt, hatte schon früh ein überragendes Boxtalent gezeigt. Er war etwas Besonderes, weil er nicht grobschlächtig und kraftstotzend war, sondern man kann ihn fast als Begründer einer neuen Kampftechnik bezeichnen, die sich durch Schnelligkeit, Beweglichkeit und ausgefeilte Technik auszeichnete. Selbst der ausgebuffte und opportunistische Max Schmeling, den Namen kennen Sie vermutlich alle, hat ihn als Ausnahmetalent bezeichnet. Also Max Schmeling hat nicht eine besonders rühmliche Rolle im Dritten Reich gespielt. Und für Adolf Hitler war das Boxen eine Kerndisziplin. Schon in meinem Kampf hat er das als Kerndisziplin der körperlichen Erziehung im staatspolitischen Sinne bezeichnet. Ja, nun ist das Problem, Ruckeli, Johann Wilhelm Treumann ist den Turm. Die jüdischen Mitglieder in irgendwelchen Boxclubs wurden schnell entfernt. Mit den Sinti hat man noch ein bisschen gewartet, aber dieser Ruckeli, Johann Wilhelm Treumann, war beim Publikum einfach wahnsinnig beliebt. Durch seinen Charme, durch seine clownesken Einlagen, die kriegten den nicht von der Bühne weg. Er war einer von den ganz, ganz großen Halbschwergewichtern. Schon einmal wurde ihm der Meistertitel aberkannt. Aus rassistischen Gründen, das hat man dann immer irgendwie auf Bildung des Punktesieges und so weiter begründet. Jetzt steht er wieder im Boxfinale und gewinnt. Auch diesmal wird ihm unsportliches Verhalten nachgesagt, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Und diesmal haben die Nazis nicht gewonnen. Denn das ganze Publikum ist auf der Seite von Treumann. Sie finden ihn einfach hinreißend, charmant, locker, witzig, unkompliziert, großartig. Die Nazis müssen das zurückziehen. Dieser Boxkampf wird auf 100 Seiten beschrieben. Und
Und ich kann es Ihnen nur noch mal sagen, ich interessiere mich nicht die Wohnung des Boxen. Ich habe geschwitzt ohne Ende, ich konnte nicht aufhören. Es war Literatur, es war spannend, es war toll. Und glauben Sie mir, ich habe das bei anderen Menschen ausprobiert, die das Gleiche gesagt haben. Dieses Buch ist einfach großartig. Ich kann es Ihnen empfehlen, lesen Sie es einfach mal, wenn Sie mal über den Tellerrand hinausschauen wollen. Ein tolles Buch, Stefanie Barth, Deutscher Meister. Das Buch kann ich Ihnen leider nicht zeigen, habe ich eben schon gehört, dass ich es Ihnen nicht zeigen kann. Ich habe es meinem Sohn geliehen, der studiert Sportjournalismus und suchte Sportlerbiografien. Es gibt ganz wenige ordentliche Sportlerbiografien und er hat das jetzt letztlich vorgestellt. Und jetzt hat er es leider behalten. Das nächste Buch ist von Emil Schaffack, der Architekt des Sultans. Auch ein schönes Buch. Ich meine, wenn Sie im Sommer ein bisschen Zeit haben, kann man mal was Dickeres lesen. Das ist wirklich auch ein literarisches und intellektuelles Geschenk. Es ist ein historischer Roman. Ich tue mich mit historischen Romanen eigentlich immer etwas schwer, weil das Genre meistens verhältnismäßig lieblos ist. Behandelt wird. Mir ist das meistens etwas zu leicht, was die Menschen sich da überlegen. Dieses Roman, den Roman finde ich wunderbar, er hat mich sehr erfreut, gebildet und unglaublich unterhalten. Und ich glaube, dass es vielen, vielen Menschen auch gefällt. Ich glaube, es ist nicht nur ein Frauenroman, wie das oft bei historischen Büchern ist, sondern eben auch ein Buch, das Männer gerne lesen werden. Ich habe es ausprobiert. Also wir befinden uns im 16. Jahrhundert. Blütezeit des Osmanischen Reiches angebrochen, die Stadt Istanbul boomt. Ist ein wimmelndes Zentrum des Orients, es wird gebaut, extensiv gelebt, voller Selbst und Vertrauen in den Krieg entzogen. Im Mittelpunkt des Romans steht ein indischer Junge namens Jahan. Der ist mit einem Schiff aus Indien in die türkische Metropole angereist. Er führt einen weißen Elefanten mit sich. Ein Geschenk des Schahs für die Menagerie des Sultans. Er ist ein schlaues, liebenswürdiges Kerlchen, dem die Stadt Istanbul allerdings zunächst etwas zusetzt. Sie ist so aufgewühlt, zu groß. Gott sei Dank liebt ihn der weiße Elefant Huta sehr und Jahan liebt ihn immer ein Stammbein in dieser ganz, ganz neuen, fremden Welt. Sieht er Sicherheit heraus, die Freundschaft mit den Elefanten, erkundet dann Jahan sein neues Zuhause. Er weiß, an eine Rückkehr nach Indien ist vermutlich nicht zu denken. Es gibt zwei Menschen, die in Istanbul an sein Herz und an seinen Verstand rühren. Da ist zum einen Mirima, die schöne Tochter des Sultans, die den weißen Elefanten Jahan und seine Geschichten sehr liebt. Da entsteht eine ganz zarte, schöne, erotische Beziehung, die man natürlich nicht auslegen kann. Hallo, der Stalljunge und die Tochter des Sultans. Die Standesunterschiede sind einfach zu groß. Dennoch wird diese kleine, erotische Beziehung das ganze Buch durchziehen, schön und traurig zugleich. Dann gibt es einen zweiten wichtigen Menschen, das ist der Baumeister Sina, das ist eine historische Figur. Der hat in Istanbul viel gebaut. An vielen Moscheen war er beteiligt. Ein grandioser Architekt, ein Genie, der wird schnell auf den Jahan aufmerksam. Er merkt, dass dieser Junge mehr kann, als nur auf den Elefanten aufpasst. Er nimmt ihn zu sich, bringt ihm alles bei, was er kann. Und Jahan ist sehr schnell und sehr klug und sehr begabt. Was unser Jahan nicht mitbekommt oder nicht bemerkt, ist der Umgang mit Neidern und Intriganten. Der glaubt immer irgendwie an das Gute im Menschen und manchmal möchte man sich die Haare raufen vor so viel Naivität. Wir erfahren viel über die Baukunst des Islam, wir erfahren viel über schöne Beziehungen, über gewonnene und verlorene Kriege, den Palastbetrieb, den Harem, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich etwas voyeuristisch, aber ich fand das auch ganz interessant. Das ist einfach ein schöner, praller Roman. Viel Liebe, viel Baukunst, viel Nostalgie, viel Geschichte,
Es ist einfach ganz, ganz toll und über allem liegt immer der Hauch von Tausend und einer Nacht, ohne dass das die Wirklichkeit überschattet. Es ist wirklich ein wunderbares Buch, ich denke auch für junge Menschen durchaus interessant. Das ist Eric Vuillard, die Tagesordnung. Dieses Buch wurde mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet vor 2 Jahren. Das ist eigentlich der größte französische Literaturpreis. Und ich kann nur sagen, da haben die mal wirklich was Gutes gemacht. Ich habe in dieses Buch kurz vorm Schlafengehen mal hineinschauen wollen. Das war mir leider nicht möglich. Ich habe bis 1:30 Uhr gelesen, bis das Buch aus war. Es ist einfach so atemberaubend gut geschrieben, so wichtig. Und irgendwo, obwohl es im Dritten Reich spielt, tagesaktuell. Man sollte es auch langsam lesen. Es ist, wie gesagt, literarisch geschrieben, aber eben auch inhaltlich ziemlich toll. Wir befinden uns eingangs im Jahr 1933. Und Hitler hatte die deutschen Industriebosse zu einem Geheimtreffen in den Reichstag eingeladen. Das ist perfekt inszeniert. Zunächst kommt Göring, der die ganzen Industriebosse, und die sind von BASF, Bayer, Opel, IG Farben, Siemens, Allianz, die kennen wir heute noch. Die gibt es alle immer noch. Hat sie eingeladen, es ist interessant und freundlich und nett. Man trinkt ein schönes Glas Wein, man löst sich ein. Später kommt Göring, Nikolaus, der natürlich etwas strenger ist und dann als krönender Abschluss Adolf Hitler. Das ist inszeniert, wenn Sie das mal lesen, dann merken Sie einfach, was so eine Inszenierung bewirken kann. Alle sind begeistert, alle sind für Hitler, alle machen mit. Großartig beschriebenes Szenario und der Leser ist mittendrin und bekommt eine Gänsehaut. Es geht in diesem Buch wirklich im Großen und Ganzen um die Inszenierung, die das Dritte Reich betrieben hat. Wie man Pressen manipuliert, wie man scheinbar Friedensverträge schießt mit England und Frankreich, wie man mit schönen Bildern und mit großen Gesten Dinge zeigen kann, die eigentlich gar nicht so sind. Und da habe ich mir zu diesem Buch schon ziemlich meine Gedanken gemacht. Ist das heute nicht ganz genauso? Wie schnell fallen wir alle auf irgendwelche Bilder oder Meinungen oder sowas rein? Ich habe mich persönlich dabei ertappt, dass ich, wenn ich eine Tageszeitung lese, oft nur die Überschriften lese und gar nicht den ganzen Artikel. Wie man da Menschen mit manipulieren kann, das zeigt dieses Buch. Und das ist eben nicht nur eine Geschichte des Dritten Reiches, es ist auch unsere Geschichte. Und ich habe mir wirklich geschworen, in Zukunft die ganzen Artikel zu lesen. Dieses Buch ist gut zu lesen, dieses Buch ist wichtig. Kennen das auch schon einige von Ihnen? Navid Kermani, Ungläubiges Staunen. Ich hatte mir vorgenommen, dieses Buch an einem schönen Wochenende auf Balkan zu lesen. Das geht gar nicht. Das ist kein Buch, was Sie in einem durchlesen können, im Gegensatz zu der Tagesordnung. Nein, dieses Buch muss man sich auf dem Wohnzimmertisch legen und immer wieder mal drin blättern und nachschauen. Und dann wird man klüger und reicher und kann sich ganz, ganz lange damit beschäftigen. Navid Kermani ist gläubiger Muslim. Er ist in Köln aufgewachsen. Er hat islamische, christliche Kulturen studiert. Er ist Philosoph. Und vielleicht weiß es irgendjemand, wurde sogar bei der letzten Bundespräsidentenwahl als Kandidat gehandelt. Jetzt bin ich etwas voreingenommen. Ich habe Navid Kermani ein paar Mal getroffen und kennengelernt. Ich finde einfach, dass er ein unglaublich kluger, toller, nachdenklicher Mensch ist. Und ich möchte keine von diesen Begegnungen missen. Worum geht es in diesem Buch? Navid Kermani ist neugierig. Er nimmt alles auf. Er durchdenkt alles. Und er hat ein Jahr ein Stipendium in Rom gehabt.
Da hat er gewohnt und ist einfach scheinbar ziellos durch die römischen Flächen gelaufen und hat sich in die Bildhaftigkeit der Kirchen verliebt, also in die Bilder, in die Monumente. Im islamischen Glauben gibt es auch Strukturen, es gibt Ornamente, aber es gibt keine Bilder. Und er sagt, das hätte ihn schon unglaublich bereichert und mitgenommen, wie Glauben auch dargestellt werden kann. Das macht er an einigen Kunstwerken fest, er macht es an großen Kunstwerken fest. Die Hochzeit zu Kana zum Beispiel, die Bilder sind auch drin, also man kann das nachgucken, also man muss sich das jetzt hier nicht vorstellen. Das kann man alles nachvollziehen. Er hat sich unglaublich mit der Mutter Maria beschäftigt, mit den Darstellern in der katholischen Kirche, oder überhaupt ja in der katholischen Kirche. Wie jung Maria immer dargestellt wird, das ist mir nie aufgefallen. Maria ist nie älter als Jesus. Gucken Sie sich mal die ganzen Bilder an. Und dann die Frage, geliebte Mutter, diese Fragen stellt sich Germani und das ist wahnsinnig spannend, ihm dabei zu folgen. Dabei gibt es nicht nur große Kunstwerke, es gibt auch kleine Kunstwerke. Er kann zum Beispiel überhaupt nichts mit dem Kreuz anfangen, das ist eigentlich ganz furchtbar, aber es gibt eine Kreuzdarstellung in einer kleinen Kirche in Köln, wo er sagte, okay, habe ich verstanden. Das ist wirklich ein Buch für Menschen, die immer mal lesen wollen, aber nicht sich richtig an ein Buch rantrauen, Wohnzimmertisch ein Kapitel lesen. Und sie sind klüger, berührter und schlauer. So, das nächste Buch, das ist ein Textbuch. Nino Haratischvili, das achte Leben. Das Buch hat 1300 Seiten. Das ist immer dasselbe. Wenn ich das erzähle, gucke ich in die Gesichter und alle ist mir zu dick. Nein, dieses Buch ist nicht zu dick. Dieses Buch ist gerade richtig für einen Sommer. Das ist ein Geschenk, das ist traumhaft, das ist so gut geschrieben und keine Seite, und ich verspreche es Ihnen, keine Seite wird Sie langweilen. Glauben Sie mir das. Es ist ein Jahrhundertroman, der irgendwie keine Wünsche offen lässt. Und ich habe das Buch innerhalb von 3 Tagen durchgelesen. Ich habe nichts anderes getan, außer gelegentlich etwas Nahrung mitzunehmen und zu schlafen. Das war im Urlaub. Mein Mann hat gefragt, hast du eigentlich immer schon so viel gelesen oder ist das jetzt eine Ausnahme? Ja, ich habe immer viel gelesen, aber das Buch, das hat mich einfach nicht losgelassen. Nino Haratischvili ist Georgierin. Das Ganze ist wohl auch ein bisschen autobiografisch. Und das Ganze spielt in einer Familie in Georgien, und zwar geht es um ein ganzes Jahrhundert. Wir beginnen im Jahr 1900 und erleben diese Familie über 2 Weltkriege, die russische Revolution und den Kommunismus, bis hinein in das moderne Europa nach dem Mauerfall. Da gibt es viele Erzählstränge. Da gibt es viele Menschen, die wichtig sind. Da gibt es viele, die großspurig sind. Da gibt es viele, die scheitern. Ganz wichtig in diesem Buch sind die Frauen. Die Frauen halten eigentlich die Familie zusammen. Die Frauen erzählen die Geschichten. Die Frauen kümmern sich. Die Frauen sind klug. Ich fasse es mal kurz in groben Zügen zusammen. Der georgische Urvater der Familie war Schokoladenfabrikant und war ein guter Schokoladenfabrikant. Also er verblüffte den Zaren und andere Königshäuser mit seinen Kreationen. Er wurde reich und angesehen. Sein Rezept für den Kakao wollte er jedoch nur an auserwählte Mitglieder der Familie weitergeben. Zu sehr beeinflusste das besondere Gebräu den Gemütszustand der Genießende. Zu sehr wurde man abhängig von so viel Schokolade, aber in den dunkelsten Momenten hat die Schokolade schon sehr geholfen. Also diese Schokolade zieht sich wie das Eis
mit der Königin der Orchard Street, durch das ganze Buch. Wobei es manchmal eben auch Unheil bringt. Ich sagte schon mal, es gibt viele Frauen, die diese Geschichte bestimmen. Da ist die kluge Stasia mit ihrem Mann Kostja, der sehr kommunistentreu ist. Da gibt es die begehrte Christine, die mit vielen, vielen berühmten Männern geschlafen hat, weil sie so schön war, weil sie so unberechenbar war. Da gibt es die eigenwillige Kitte, die einzige, die ausbricht aus der Familie und nach Paris geht, um dort eine berühmte Sängerin zu werden. Die meisten Menschen in diesem Roman leben lange. Sie haben viel gesehen, sie können viel erzählen. Diese Frauen fallen und stehen bis auf. Alle. Und das ist einfach unglaublich schön und toll geschrieben. Lebensweisheit pur. Ich sagte ja eben, es sind 1300 Seiten und dieses Buch lesen dann viele nicht. Ich habe hier einen Zeitungsartikel, den hat meine Freundin Ruth geschrieben. Und sie schreibt Folgendes. Gut, wenn man hartnäckige Freundinnen hat. Dieses Buch müsse ich lesen, hatte sie schon kurz nach dessen Erscheinen im Jahr 2014 beschlossen. Freundin bin ich. Meine Freundin schreibt, ich winke ab. Mehr als 1200 Seiten, ich lese zwar viel und gern, aber das war zu dick. Vor kurzem sahen wir uns mal wieder. Hast du was zum Lesen für den Urlaub? Ja, schon, aber nimm das. Wieder redet Fenius. Und dann hatte ich dieses mehr als ein Kilo schwere Buch im Gepäck. Gott sei Dank. Seit langem habe ich nichts mehr gelesen, das mich so gefesselt hat. Zwei Sommerferienwochen lang. Und dann beschreibt sie 6 Gründe für das Buch, das man unbedingt lesen sollte, und bedankt sich bei mir von ganzem Herzen. Also, sie schaffen das. Das ist schön, das ist toll, das ist spannend. Das macht klüger, schlauer, glücklicher. So, das waren jetzt die etwas älteren Bücher. Jetzt komme ich zu den neuen Büchern. Ich fange an mit Monika Helfer, die Bagage. Ja, eigentlich stelle ich nicht so gerne Bücher vor, die es schon auf die Bestsellerliste geschafft haben. Da brauche ich eigentlich nicht mehr groß viel zu sagen, das brauchen die Leute ohnehin. Aber ich habe das Buch eigentlich schon kurz nach Erscheinen gelesen und ich war sehr, sehr begeistert. Ich finde, das ist ein kurzes Buch, das ist ein kluges Buch, das ist eben auch eins von den Büchern, die Satz zu Satz in Ordnung sind. Ich sehe hier gerade schon begeistertes Nicken. Also ich bin nicht die Einzige, die es gelesen hat. Es ist ein echtes Kleinbuch und ich freue mich über den Erfolg. Ich weiß auch, dass manche Bücher auf der Bestsellerliste sind, die nicht unbedingt am meisten gelesen werden, sondern wo der Verlag bezahlt. Also dieses Buch muss man aber lesen und es ist, wie gesagt, schön, dass es auf der Bestsellerliste ist. Josef und Maria Moosbrugger leben in einem kleinen österreichischen Bergdorf im Regenauer Wald. So richtig integriert sind sie nicht. Sie kommen aber zurecht. Sie sind vor allen Dingen deshalb nicht integriert, weil Maria so schön ist. Sie ist eine wunderschöne Frau. Es kann ihr im Grunde keiner widerstehen. Sie ist eigentlich ganz glücklich mit Josef verheiratet. Das ist auch interessant, den Namen Maria und Josef. Aber es scheint aber wohl auch durchaus biografische oder autobiografische Züge zu haben. Die beiden bekommen Kinder. Aber dann wird ihr Mann Josef im Weltkrieg als Soldat eingezogen. Er bittet seinen Freund, den Bürgermeister, auf seine Frau aufzupassen. Der weiß schon, was sie auslöst, wenn sie mit ihrer Art, mit ihren schönen Haaren, mit ihren Augen
durch das Dorf geht, alle wollen sie, und der Bürgermeister verspricht es. Und Maria wimmelt auch alle ab. Also sie versucht also wirklich für sich zu leben, sie liebt ihren Josef. Leider kommt er wohl eines Tages ein junger Mann, den sie wohl sehr mag. Der heißt Georg, der kommt aus Hannover und da ist wohl, naja, das spielt wohl auch ein bisschen Liebe und Anziehung und Erotik eine Rolle. Dann erfahren wir mehr über den Bürgermeister. Dieser Bürgermeister hat zwar was versprochen, hält es aber nicht. Er ist genauso verliebt in Maria wie alle anderen und bedrängt sie mit seinen erotischen Absichten. Die kleine Greta, Margarete, kommt zur Welt. Josef war zwar mal zwischendurch auf Heimurlaub, aber er glaubt nicht, dass es sein Kind ist. Und er spricht mit dieser Greta kein einziges Wort, sein ganzes Leben lang, weil er glaubt, dass ihm einfach ins Haus gesetzt worden ist. So ganz klar ist es nicht. Maria betreut ihre Unschuld, aber er spricht mit diesem Kind sein ganzes Leben kein einziges Wort. Und diese Margarete, diese Greta, ist die Mutter unserer Autorin. Josefs Misstrauen wird beschrieben, die schwierige Situation wird beschrieben. Eine Familiengeschichte wird beschrieben, Schönheit wird beschrieben, Liebe wird beschrieben, Erotik wird beschrieben, Leid wird beschrieben, auf 160 Seiten. Das ist ein ganz dünner Roman. Und jedes Wort und jeder Satz sitzt. Das ist wirklich ein literarisches Kleinod, was ich Ihnen absolut empfehlen kann. Tolle Literatur. Das ist ein Buch von Angie Kim, eine amerikanische Autorin. Das heißt Miracle Creek. Also ich finde es rasant spannend. Das hat jetzt nicht diese literarische Wucht, aber das ist einfach super, super toll gemacht, super aktuell gemacht. Hat sehr viel psychologische Tiefe. Dem Leser, dem es ausschließlich um eine Action reichen oder geht, dem möchte ich diesen Roman nicht unbedingt empfehlen. Dazu gibt es viel zu viele Pausen, die in die Seelen der Protagonisten hineinspüren, aber meiner Meinung nach die große Stärke des Buches. Der Plot ist aufregend. In einer amerikanischen Kleinstadt, Marshall Creek, kommt es zur Explosion eines Sauerstofftanks. Ein 8-jähriger autistischer Junge stirbt, auch Kim, fünffache Mutter mit einer stark behinderten Tochter, weitere Menschen werden leicht oder schwer verletzt. Wie konnte das geschehen und warum haben sich die Menschen in diesem Sauerstofftank aufgehalten? Es ist eine umstrittene medizinische Methode, die eigentlich aus Asien kommt, dass große, oft verabreichte Sauerstoffmengen sowohl die Körperzellen als auch die Hirnzellen aktivieren können. Da muss man sich dann eine Stunde aufhalten, kriegt aber jetzt eine Sauerstoffzufuhr. Bei manchen von den Leuten, die hier in diesem Fall behandelt wurden, hat das funktioniert, bei manchen nicht. Tatsache ist, ein Sauerstofftank ist hochexplosiv. Ja. Es ist zum Superbau gekommen, der Sauerstofftank ist explodiert. Menschen sind ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt und stellt Elisabeth vor Gericht. Elisabeth ist die Mutter des autistischen Jungen, der ums Leben gekommen ist. Sie ist normalerweise immer in diesem Sauerstofftank mit gewesen, hat ihren Sohn begleitet. Diesmal nicht. Man findet eine Flasche Wein, ein paar Zigaretten, Streichhölzer, mit denen dieser Sauerstofftank wohl angezündet worden ist. Also sie ist die Hauptschuldige. Das Buch beginnt am 1. Gerichtstag. Alle Mitglieder, die im Sauerstofftank waren, überlebt haben und alle, die in irgendeiner Form damit zu tun hatten, sind dabei. Eigentlich ist klar, Elisabeth ist schuldig. Und dann bröckelt das Ganze. So richtig schön vor sich hin. Jeder von den Beteiligten, alle Zeugen, haben
in kleinem oder großem Umfang gelogen. Das geschah manchmal aus guten Absichten, um jemanden zu decken. Das geschah manchmal aus egoistischen Gründen, weil man vielleicht ein Alibi seiner Ehefrau nicht verraten wollte. Und dieses Buch, da geht es schlicht und ergreifend um diese bröckelnde Fassade und um die Frage, ist Elisabeth wirklich schuldig oder nicht? Warum hat sie sich schuldig bekannt? Sie hat es selbst gemacht. Wie schwierig ist das, mit einem autistischen Sohn umzugehen? All diese Fragen werden ganz vorsichtig in diesem Roman behandelt. Es gibt ein unglaublich spannendes Finale. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so ausgeht. Ich fand es sehr, sehr spannend und ich werde auch nicht mehr über dieses Buch verraten. Ich möchte ja lieber etwas kryptisch bleiben. Es ist trotz allem ein Krimi. Ich habe ein paar Rezensionen gelesen, da wurde das Buch mit John Grisham verglichen. Also ich finde es besser als Grisham, muss ich ganz ehrlich sagen. Machen Sie sich einfach mal auf ein ganz, ganz rasantes Leseerlebnis gefasst. Es ist ein Krimi, es ist eine psychologische Studie, es ist ganz toll gemacht. Kentaro, kostbare Tage. Hat jemand die Worte von Kentaro gelesen? Kostbare. Tut mir leid, dass ihr so viel arbeitet. Alles gut. Ich möchte Ihnen eigentlich nicht nur dieses Buch vorstellen, sondern den ganzen Schriftsteller. Dauert nicht lange. Kentaro ist 2014 gestorben, er ist Amerikaner. Er hat insgesamt 6 Bücher veröffentlicht. In Deutschland wurde er eigentlich erst nach seinem Tod bekannt. Das wundert mich, denn er ist schon ein verdammt guter Schreiber. Sein erstes Buch, vielleicht kennt das jemand, Unsere Seelen bei Nacht, wurde mit Robert Redford und James Van Der verfilmt. Das ist auch ein sehr schöner Film, den können Sie sich mal angucken. Der ist echt gut gemacht. Und wird dem Buch gerecht, das sage ich nicht oft. Die meisten Filme werden den Büchern nicht gerecht. Sein Visier fokussiert der Kentaro auf eine fiktive Kleinstadt mitten in den Great Plains, Colorado, die er Holt nennt. Diese Kleinstadt gibt es nicht. Es ist ein ziemlich einsamer Flecken. Die nächste Großstadt ist Denver, aber ordentlich über 100 Kilometer weit entfernt. So ein kleiner Mikrokosmos, in dem man irgendwie miteinander klarkommen kann oder auch eben vielleicht nicht miteinander klarkommt. Alle Romane spielen dort. Diese Romane kann man völlig unabhängig voneinander lesen, weil sie immer einzelne Lebenssituationen werden herausgepickt. Also man muss das nicht chronologisch lesen, das ist überhaupt kein Problem. Manchmal begegnet man sich, aber das ist dann mehr so ein kleiner Schlenker, dass man denkt, ach stimmt, die habe ich ja auch schon kennengelernt, aber das ist nicht wichtig. Tja, eine Kleinstadt mitten in Colorado. Das führt zu sehr innigen und freundschaftlichen Beziehungen, aber wie man sich vorstellen kann, auch durchaus zu Neid und Klatsch. So einfach ist das nicht. Es ist, wie gesagt, ein eigener Mikrokosmos. In diesem Buch, beginnt eigentlich, das was ich jetzt vorstellen will, dieses kostbare Tage, in der Praxis eines Onkologen. Kentaro, kostbare Tage. Hat jemand schon mal auf den Kentaro gelesen? Kostbare. Tut mir leid, dass ihr so viel arbeitet. Alles gut. Ich möchte Ihnen eigentlich nicht nur dieses Buch vorstellen, sondern den ganzen Schriftsteller. Dauert nicht lange. Kentaro ist 2014 gestorben, er ist Amerikaner. Er hat insgesamt 6 Bücher veröffentlicht. In Deutschland wurde er eigentlich erst nach seinem Tod bekannt. Das wundert mich, denn er ist schon ein verdammt guter Schreiber. Sein erstes Buch, vielleicht kennt das jemand, Unsere Seelen bei Nacht, wurde mit Robert Redford und James Van Der verfilmt. Das ist auch ein sehr schöner Film, den können Sie sich mal angucken. Der ist echt gut gemacht. Und wird dem Buch gerecht, das sage ich nicht oft. Die meisten Filme werden den Büchern nicht gerecht. Sein Visier fokussiert der Kentaro auf eine fiktive Kleinstadt mitten in den Great Plains, Colorado, die er Holt nennt. Diese Kleinstadt gibt es nicht. Es ist ein ziemlich einsamer Flecken.
Die nächste Großstadt ist Denver, aber ordentlich über 100 Kilometer weit entfernt. So ein kleiner Mikrokosmos, in dem man irgendwie miteinander klarkommen kann oder auch eben vielleicht nicht miteinander klarkommt. Alle Romane spielen dort. Diese Romane kann man völlig unabhängig voneinander lesen, weil sie immer einzelne Lebenssituationen werden herausgepickt. Also das, man muss das nicht chronologisch lesen, das ist überhaupt kein Problem. Manchmal begegnet man sich, aber das ist dann mehr so ein kleiner Schlenker, dass man denkt, ach stimmt, die habe ich ja auch schon kennengelernt, aber das ist nicht wichtig. Tja, eine Kleinstadt mitten in Colorado. Das führt zu sehr innigen und freundschaftlichen Beziehungen, aber wie man sich vorstellen kann, auch durchaus zu Neid und Klatsch. So einfach ist das nicht. Es ist, wie gesagt, ein eigener Mikrokosmos. In diesem Buch, dieses Buch beginnt eigentlich, das, was ich jetzt vorstellen will, dieses kostbare Tage, in der Praxis eines Onkologen, der seinen schon recht betagten Patienten David Lewis eröffnen muss, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Der Krebs ist so weit fortgeschritten, da ist nur noch mit ein paar Wochen zu rechnen. Er wird Dad genannt. Dad ist mit seiner Frau Mary schon sehr, sehr lange sehr glücklich verheiratet. Gut, die sind auch nicht immer Hand in Hand über die Wiese gehüpft, aber im Großen und Ganzen ein wirklich glückliches Ehepaar, was durch dick und dünn gegangen ist. Und die müssen sich jetzt voneinander verabschieden und um diesen Abschied geht es in dem Buch. Die Mutter und die Tochter Lorraine kommt herbei, nistet sich im Haus ein, kümmert sich um den sterbenden Vater. Es gibt einige sehr, sehr liebenswerte Menschen. Da ist die Nachbarin Oma Bertha mit ihrer Enkelin Alice. Da gibt es gute Freundinnen. Die heißen Willa und Aline. Die kümmern sich rührend um den sterbenden Mann, ohne zu viel Aufhebens davon zu machen. Das ist irgendwie schön, also dass man nicht unentwegt mitleidig ist, sondern ist. Punkt. Das ist klasse. Es gibt auch andere, die einfach nur neugierig sind und gucken wollen. Aber es gibt schon ein paar Leute, die es wirklich gut machen und gut meinen. Eine wunderbare Nebenfigur ist der Pfarrer Lyle. Der ist gerade erst nach Holt versetzt worden. Mikrokosmos, eine fahrende Gemeinde. Und er hat es sehr schwer. Er nimmt die Bibel nämlich wirklich. Vor allen Dingen das Neue Testament, Bergpredigt oder so. Was ihm die Gemeinde sehr übel nimmt. Und die bornierten Gewohnheiten stört. Hochaktuell. Ich finde es wirklich hochaktuell. Das Buch spielt in den 80er Jahren. Aber die Meinungen sind dermaßen eingefahren. Und man versteht mittlerweile ein bisschen, wie es in diesen amerikanischen Kleinstädten zu einer Bestätigung einer Politik kommt, ich möchte mich jetzt auch wieder etwas vorsichtig ausdrücken, die wir in Europa heute nicht so gut verstehen. Kleinstädten zu einer Bestätigung einer Politik kommt, ich möchte mich jetzt auch wieder etwas vorsichtig ausdrücken, die wir in Europa heute nicht so gut verstehen können. Warum wählen Menschen so und nicht anders? Weil sie sich die Dinge so zurechtbiegen, wie man das gerne hätte. Und dieser Pfarrerei, der setzt da wirklich den Finger in die Wunde. Und das mag man gar nicht glauben. Und das ist also einfach so ein Nebenstrang, wo ich gedacht habe, boah, das ist gut. Das ist allgemeingültig. Das passt. Nicht immer so denken, sondern auch mal so. Das ist schon sehr, sehr schön. Ja, dann gibt es die lieben Leute, dann gibt es die neugierigen Leute, dann gibt es die klatschenden Leute, dann gibt es den Pfarrerei. Die redlichen Leute. Und dann gibt es noch eine Figur in diesem Buch. Das ist Frank. Dads und Marys ältester Sohn. Der ist homosexuell. Und als man von seiner Homosexualität erfahren hat, hat er in Holt in dem Ort keine Chance mehr. Weder beruflich, noch gesellschaftlich, noch in seiner Familie. Also die Familie hat ihn aufgestoßen. Er ist dann von zu Hause weggegangen, vermutlich nach Denver. Zeitlang hat man noch ein bisschen seine Spur verfolgen können, aber eigentlich gab es gar keinen Kontakt mehr, der ist weg. Ja, und jetzt ist er dead und liegt auf seinem Sterbebett und denkt an Frank.
Mary, Ehefrau, Gran, Tochter, versuchen, diesen Frank zu finden, weil sie wissen, der Depp muss mit seinem Sohn seinen Frieden machen. Sie finden ihn nicht, diesen Fred. Der ist einfach Frank, ich spreche Entschuldigung, Frank ist einfach von der Bildfläche verschwunden. Ja, und dann muss das Depp mit sich und seinen Fieberträumen und einen fiktiven Frank ausmachen. Was ist zu verzeihen? Was muss ich erklären? Was ist passiert? Wo habe ich nicht zugehört? Und selbst wenn dieser Frank nicht da war, ist das schon ziemlich ergreifend, wie ein Mensch auf dem Sterbebett einfach nochmal versucht, Frieden mit dem zu machen, von dem er weiß, dass er etwas falsch gemacht hat. Jetzt hört sich das alles ziemlich traurig an. Das ist es aber nicht. Das möchte ich Ihnen ganz, ganz klar sagen. Dieses Buch klappt man zu und ist eigentlich glücklich. Ein bisschen wehmütig, ja, das stimmt, aber glücklich. Weil das Leben von Death Lewis ist. Mit allen Fehlern, mit allen Schwierigkeiten, mit aller Borniertheit rund war. Und weil er es so abschließen konnte, dass er in Frieden gehen kann. Ich fand das Buch toll. Ich finde alle Bücher von Kent Haruf toll. Zwei warten noch auf mich. Ich werde sie alle lesen. Es sind wirklich Geschenke und man kann es gut lesen. Also Sie müssen nicht jetzt mal fünfmal nachdenken. Es betrifft uns alle, aber ich finde es einfach eine ganz, ganz tolle Schriftstellerin. Das Buch sieht so aus, wie es inhaltlich ist. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe während der Corona-Krise Begegnungen, Veranstaltungen, berufliche Termine wahnsinnig vermisst. Ich habe meine Bücher, das ist schön, ich liebe meine Bücher, ich bin auch gerne alleine, aber irgendwann brauche ich auch so Begegnungen. Das ist das eine. Das andere ist, ich hatte viele Bücher und viele Bücher waren entsetzlich traurig. Ich kann damit gut umgehen, aber wenn ich andauernd von Ehescheidungen oder Missbrauch oder Auschwitz oder Vatermord oder Depressionen lese, ich brauchte mal was Schönes. Ich brauchte einfach mal ein schönes, positives, nettes Buch, bei dem man gut lachen konnte. Und dann hat mir die Pressesprecherin des Atlantik Verlags, Frau Trampelora, glücklicher als gedacht empfohlen. Das ist sehr schön. Ich habe ein ganz gutes Verhältnis zu vielen Verlagen. Da kann ich mit den Pressesprechern gut reden und sie sagen mal, ist das. Und dann schicken sie mir auch sogenannte Leseexemplare zu. Ja, dann habe ich jetzt diesen Antoine Laurent gelesen und das war herrlich. Der Mut des Präsidenten, hat das jemand gelesen? Das ist so ein nettes Buch. Das ist schöne Unterhaltung. Das ist gut geschrieben. Da ist sprachlich nichts dran aufzusetzen. Es ist auch intellektuell in Ordnung. Aber man fühlt sich nachher besser. Und so ist es bei diesem Buch auch. Gesunder Menschenverstand und eben eine schöne Sprache, das macht Spaß. Also wir befinden uns in diesem Fall in Tarsiac. Das ist eine mittelgroße Stadt in Frankreich. Und seit Jahren ist François, und jetzt hoffe ich, dass ich den Namen richtig ausspreche, Hurtevoir, Bürgermeister. Diesen Job hat er schon seit vielen Jahren inne. Er ist in der Stadt verwurzelt, seine Frau Sylvie ist Köchin. Köchin ist etwas untertrieben, sie betreibt ein Sternerestaurant. Beide gehen am Weg, lieben sich sehr, es ist schön, jeder hat dem anderen was zu erzählen, ist alles gut. Und unser François wählt nicht beliebt. Er glaubt, dass alle Leute ihn mögen, die Kommunalwahl kommt und er verliert. Er ist fassungslos. Sein Gegenkandidat empfindet er als ganz windigen Gesellen. Also das ist, er kann das überhaupt nicht begreifen, warum seine Persiaker Freunde ihn nicht gewählt haben, aber es ist nun mal so, jetzt ist er arbeitslos. Es gefällt ihm nicht, aber er versucht die Kontenance zu bewahren und sich einigermaßen vernünftig zu benehmen, fängt dann an, natürlich im Haus so rumzukramen, wie das jeder Papa hatte, das macht, und stößt auf diverse Kartons,
Einer kippt um und vielleicht war es Schicksal, es fällt ihm ein Klassenfoto in die Hand. Vor 30 Jahren ist das aufgenommen worden, er sieht seine ganzen alten Klassenkameraden und er hat ja nichts zu tun, also beschließt er, die ganzen Kameraden mal oder Kameradinnen mal ausfindig zu machen, mal anzurufen und das ist doch mal eine Aufgabe für ein paar Wochen. Ja, und da erlebt er einiges Interessantes. Das ist also wirklich so süß und lustig geschildert. Manche haben Karriere gemacht. Es gibt eine Friseurin, es gibt Bosse, es gibt einen Pornoregisseur. Mit all denen unterhält er sich und er setzt sich so ein großes, schönes Bild über die allgemeine französische Gesellschaft zusammen. Also eine richtig schöne, abenteuerliche und eine quickende Nostalgiereise. Wie gesagt, skurrile Lebensgeschichten. Und dann werde ich schon wieder kryptisch. Es gibt einen, der ihm richtig hilft. Einen. Der ihm seine Zukunft erklärt. Einen. Der ihm bei der Lebensplanung in Zukunft sehr ordentlich helfen kann. Einen, der ein bisschen Krimi und Spannung in sein Leben bringt. Und damit wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung. Lesespaß mit Niveau. Also wenn Sie einfach mal Spaß haben. Delphine de Vigan, Dankbarkeit, auch ein junges Buch. Ich habe einiges im Internet gelesen über das Buch. Ich habe es also vorher schon gelesen und wusste, was ich dazu sagen möchte. Sie fanden das Cover toll, ich finde das Cover auch toll, aber es hat eigentlich nichts mit Buch zu tun. Aber es ist ein schönes Cover. Delphine de Vigan. Also es gibt Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die können ein Buch schreiben. Ich bin echt nicht nett zu Ihnen, Entschuldigung. Es gibt Schriftsteller und Schriftsteller, die können ein Buch schreiben. Nein. Und das andere wiederholen sich. Ich finde die Gorn nicht so. Ich habe viel von ihr gelesen. Sie nimmt sich den großen Themen unserer Zeit an. Oder den kleinen Themen unserer Zeit an. Da gibt es Eheprobleme, ein ganz tolles Buch, Loyalitäten. Da geht es um einen Jungen, der mit 12 Jahren anfängt zu trinken. Und in diesem Buch geht es eben um Dankbarkeit. Und die Delphine de Vigan, die trifft jedes Mal den Nerv. Ich bin jedes Mal hingerissen und elektrisiert von ihrer tollen Sprache und von ihrem Einfühlungsvermögen. Das ist eine große Psychologin, also eine große Schriftstellerin. Und das ist ganz witzig. Wie gesagt, ich habe mir schon meine Meinung gebildet, gucke ins Internet, da war ich schon erwähnt. Und dann ist dieses Buch eigentlich von allen großen Zeitungen, Feuilleton, vorgestellt worden. Und Sie kennen ja so diese ganz knallharten Rezensenten, also die lassen an Büchern, die so ein bisschen ans Herz gehen, kein gutes Zahn, können Sie knicken. In diesem Fall hat Matza gesagt, ja, es hat ein paar klitschige Seiten und das muss nicht sein, aber alles fanden es gut. Also man merkte nur, Sie wollten ein bisschen was anmerken, aber dieses Buch ist wirklich, wirklich wichtig und wirklich toll, Dankbarkeit. Delphine de Vigan ist 1996 geboren, lebt mit ihren Kindern in Paris und ist in Deutschland mittlerweile ein kleiner Star, in Frankreich ist sie ein großer Star. Und ich finde das Thema dieses Buches gerade in diesen Corona-Zeiten ganz, ganz wichtig. Es geht um Alterseinsamkeit. Auch bitte, bitte nicht gleich denken, es ist ein negatives Buch, es ist ein ganz positives Buch. Wir lernen nämlich Mischka kennen. Mischka ist hochbetagt, die ist wirklich schon alt, und eine sehr, sehr liebevolle und freundliche Frau. Ganz gerne kümmert sich Marie, eine junge Frau, die im gleichen Haus wohnt, um diese Mischka, weil es einfach so spannend ist mit ihr, so lustig mit ihr, aber eines Tages passiert es, dass Mischka dement wird. Das heißt, ihr Kopf ist eigentlich klar, aber sie kann nicht mehr sprechen. Die Worte kommen trotzdem falsch aus ihrem Mund und sie kommt auch grundsätzlich nicht mehr alleine zurecht. Das ist ein langsamer Verfall, aber irgendwann ist klar, sie muss in ein Seniorenheim. Marie bleibt an ihrer Seite
sie ist wirklich fast eine Enkelin für diese alte Mischka, kümmert sich liebevoll und denkt viel über diese Mischka nach. Dann gibt es noch Jérôme. Jérôme ist ein Logopäde, der arbeitet im Altenheim, der verliebt sich auch in diese alte Frau. Als Logopäde weiß er, was die falschen Worte bedeuten und kann ihr unglaublich viel helfen, sie einfach auch anderen Leuten verständlich zu machen. Jetzt hat Mischka eigentlich fast mit ihrem Leben abgeschlossen, aber eine Sache, die quält sie. Sie ist Jüdin und während des Zweiten Weltkriegs ist sie von einem Ehepaar versteckt worden. In Polen. Die haben sie nicht nur versteckt, die haben sich auch um sie gekümmert. Sehr, sehr liebevoll. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde sie eigentlich ganz rasch aus der Familie entfernt, gerettet. Und diese Mischka ist einfach völlig fertig, weil sie hat sich nie bei diesen Menschen richtig bedanken können. Das Buch heißt Dankbarkeit. Sie hat schon mehrere Suchanzeigen aufgesetzt, aber nie eine Antwort erhalten. Ja, und dann hat sie halt die Marie und den Jérôme, und Jérôme nutzt seine Ferienwochen, um nach Polen zu reisen und diese Familie zu finden. Der findet die. Und Mischka kann in Ruhe sterben. Jetzt denkt man, dass Mischka den beiden jungen Menschen dankbar sein müsste. Das ist sie auch. Müsste sie auch. Aber diese beiden Menschen sind der Mischka so unglaublich dankbar, weil sie ihnen gezeigt haben, wie man gut, freundlich, richtig, liebevoll leben kann und mit seinem Leben abgeschlossen haben kann. Also dieses Buch ist ein wirkliches Geschenk. Ich habe es mehreren Leuten zum Lesen gegeben, alle waren wirklich begeistert. Ich habe es eben schon mal bei Kent Harris gesagt, das ist ein Buch, wenn man das zuklappt, ja, ein Leben ist zu Ende gegangen. Aber unser Leben kann weiterlaufen, wenn wir so sind wie Mischka. Und deshalb ist es schön. Das letzte Buch, was ich Ihnen vorstelle, ist von Anne Byrne. Ha, jetzt habe ich es raus. Und heißt Milchmann. Es ist schon, glaube ich, das größte literarische Highlight dieses Herbstes, was ich bis jetzt gelesen habe. Ja, das ist also das Vorabbücher, das nennt sich Literarischer Herbst, Frühjahr. Das ist so aktuell, so verstörend, so spannend, so hinreißend geschrieben, so witzig und auch mal wieder so allgemeingültig und so unglaublich zeitnah. Die Anna Burns kannte kein Mensch. Die hat zwar schon zwei Romane geschrieben, hat aber mit Milchmann in diesem Jahr überraschend den Booker-Preis gewonnen. Auf die hat kein Mensch gesetzt. Wie gesagt, niemand hat jeweils wirklich was von ihr gehört. Ich halte das für eine hervorragende Entscheidung, denn das ist ganz, ganz große Literatur. Da sind sich auch alle Leute drüber einig, Mann, Frau. Also ich habe mit vielen gesprochen, auch mit vielen Buchhändlerkollegen. Das ist klasse. Und auch noch gut lesbar. Mir passiert es halt oft, dass hochdotierte Bücher, die Preise gewonnen haben, dass ich zu blöd bin, den zu verstehen. Also manchmal erschließen sich für mich die Inhalte nicht. In diesem Buch ist das ganz klar ganz toll. Die Anne Burns ist im nordirischen Belfast aufgewachsen und genau dort siedelt sie ihren Roman auch an. Wir befinden uns in den 70er Jahren und es tobt der Bürgerkrieg. Da gibt es die Katholiken, die pro-irischen Nationalisten, das muss ich ablesen, sonst weiß ich mir das nicht, und die pro-britischen Unionisten. Die Terrororganisation IRA organisiert Bombenattentate, Erschießungen und Geiselnahmen. Mittendrin ist unsere Ich-Erzählerin, deren Namen wir nicht erfahren. Ein ganz schöner literarischer Zug. Wir erfahren sowieso überhaupt gar keinen Namen von irgendwelchen Protagonisten. Alle werden nur in ihren Funktionen beschrieben. Mutter, Vater, ältester Bruder, zweitältester Bruder, kleine Schwester, jüngste Schwester, Chefkoch,
vielleicht Freund, erster Schwager, zweiter Schwager. Sich selber bezeichnet die Ich-Erzählerin als mittlere Schwester. Kein Name. Das erscheint zunächst etwas vage und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das so mittendrin kapiert, dass das ganze Buch in Nordirland spielt. Das ist ein sogenanntes Leseexemplar, also es war keine Beschreibung der Autorin dabei. Also das ist so ein Vorab-Exemplar, was man lesen kann. Ich wusste nicht, wer sie ist, was sie ist. Ich habe gedacht, das ist so eine Parabel. Hat sie wahrscheinlich auch so gemeint, aber es ist, wenn man es weiß, natürlich ein Nordirland-Roman. Also unsere mittlere Schwester ist 17 Jahre alt, stammt aus einem streng katholischen Elternhaus. Eine baldige Heirat unter Gleichgesinnten wird von ihr erwartet und dann bittet sehr viele Babys. Wie alle in der Stadt schrottet man die Andersdenkenden ab. Also da gibt es die jenseits der Straße, das sind die Katholiken, dann gibt es die auf der anderen Seite, das sind die evangelischen Mitbürger. Dann gibt es natürlich die IRA, das ist wieder eine ganz andere Gruppe, aber man kommuniziert nicht. Also es gibt da keine Straßen, wo man sich trifft oder auch keine Restaurants oder Bars. Jeder hat zu seinen eigenen Flecken. Ganz gruselig, ganz gruselig. Ja, unsere Protagonistin, mittlere Schwester, ist ein bisschen anders gestrickt. Sie ist schon so ein Einzelgänger. Sie liest furchtbar gerne. Sie liest im Gehen. Ganz verdächtig. Das tut man nun absolut nicht im Gehen lesen. Sie liest am liebsten Romane aus dem 19. Jahrhundert, weil die Gegenwart so stressig ist. Sie verliert sich gerne so in andere Welten, aber dass die Gegenwart holt sie ein. Das hat mit der weinerlich scheltenden Mutter zu tun, die die ganze Zeit, ich sagte es schon, von ihr erwartet, dass sie heiratet, einen Katholiken und möglichst bald Babys bekommt. Das liegt aber auch an einem Mann mittleren Alters, der sich traut. Der wird von einem Milchmann genannt und dieses Trocken fängt auf ganz subtile Art und Weise an. Der tut ja nichts, der ist nur immer da, der ist überall da, wo sie ist. Der weiß, wo sie ihren Abendkurs hat, der weiß, wo sie joggen geht, der weiß, wann die Schule aus ist. Und dann steht er da. Also das ist wirklich sehr, sehr bedrängend, sehr schrecklich. Wir erfahren im Laufe der Zeit, dass dieser Milchmann, das ist wie gesagt auch ein Pseudonym, also wie er richtig heißt, wissen wir nicht, einer von den mächtigen IAA-Funktionären ist. Und es fällt diesem jungen Mädchen ganz schön schwer, sich dagegen zu wehren. Ohne ihre Identität zu verlieren. Ohne aufzuhören, ihr ganz normales Leben zu führen. Ohne sich ständig zu überlegen, welche Umwege gehe ich, warum, wie schüttel ich den ab. Das ist schon ganz, ganz toll erzählt. Der Milchmann ist sich eigentlich ziemlich sicher, dass ihm die Beute irgendwann zufällt. Aber er hat dann doch nicht mit dem Hirn einer sehr, sehr klugen Frau gerechnet, die das schon schafft, mit ihrem Leben klarzukommen. Ich sage, es ist eine Parabel, es ist eine Abrechnung mit allen Menschen, die sich zu sehr abschotten, zu sehr borniert sind, alle Menschen, die nicht offen sind. Es ist vielleicht ein Blick auf andere Kulturen, auf andere Lebensweisen. Es ist Sprengstoff. Es ist Lebenshilfe, es ist Literatur und wie ich finde, übersprudelnde Unterhaltung trotz allem. Mein literarisches Highlight, aber alle anderen Bücher kann ich Ihnen auch sehr ans Herz legen. Und jetzt habe ich Sie lange genug geredet, gequatscht. Ich hoffe, das ein oder andere Buch hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, das eine oder andere werden Sie lesen. Und ich bedanke mich für Ihr Zuhören.